Naja, willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015. Heute wieder auf Björnholm und immer noch am Maishäckseln. Ich habe nämlich schon wieder nichts vorbereitet und es ist immer noch mehr wie eine Bahn. Verdammt. Egal, ich werde hier auf jeden Fall mal einen Helfer reinschicken. Und erstmal ein bisschen was in die Weltgeschichte schütten. Und dann nach meinem hübschen blauen Traktor suchen. Allerdings mit einem anderen Gerät hinten dran. Ich möchte... Ach ja, wobei... Ist da noch was drin? Da war eigentlich Gras drin, ne? Jetzt, nachdem ich jetzt im Wechsel spielen muss, ist jetzt hier natürlich die totale Verwirrung erstmal im ersten Moment. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen um die Kühe gekümmert. Genau. Und so war das. Ich fahre jetzt einfach mit dem hier häckseln, weil... warum nicht? Und... ja. Ich hoffe nur mal, dass mein neues Aufnahmeprogramm auch alles so hinbekommt, wie ich das möchte. Wir haben uns alle ein neues Aufnahmeprogramm gegönnt und die komplette Giant Games Community. Wir haben uns gedacht, komm, wir versuchen mal was Neues. Das Programm ist an sich ganz cool. Allerdings kommt es mit der VFW-Konfig, die Video for Windows-Konfiguration nicht ganz zurecht. Also zumindest in der neuesten Version. Die alte Version funktioniert irgendwie und ja, einfach mal testen. Ich hoffe mal, es wird was, weil ansonsten habe ich ein kleines Problem. Weiß jemand, wie viel ich hier reingehe? 50.000 Liter? War das immer so? Ich habe einen kleinen Plan für euch. Und zwar, ich möchte noch weiter Mais häckseln. Keine Ahnung warum. Das ist die dritte Folge in Folge. Hört sich auch ein bisschen falsch an. Muss man den Tempomat hier kurz einstellen. Na komm schon, wir schaffen's. Ja, juhu. Na komm, geh an jetzt. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Oh, verdammt, ja. Ich wollte doch gerade irgendwie... Ja, ist die dritte Folge in Folge mit Maishäckseln. Aber ich möchte mich heute noch ein bisschen um die BGA kümmern, weil vergorene Silage ist halt immer noch, es gibt halt immer noch verdammt viel Geld dafür. Und ich habe gesehen, ab 50 Tonnen fängt das Ganze an zu gären. Also man kann es abdecken. Ich habe die Zeitbestellung wieder runtergestellt. Allerdings hat das Ganze jetzt ewig lang gedauert. Aber ich möchte euch noch was zeigen hier. Und zwar, ich habe jetzt lang hier mit dem Programm getestet und war immer in dem Spielstand, habe mir gedacht, hey, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben einfach mal 6000 Liter Milch. Geile Sache. Und immer noch nur ein Hühnchen, aber die sind so uninteressant. Und ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Schafe. Dazu brauchen wir auch noch mehr Gras. Und dann kommt als nächstes wahrscheinlich hier so diese Futterdruck Mixed Race Rudd Mixed Rust. Was ist denn heute los? Diese gemischte Ration. Da möchte ich mich auch noch irgendwie drum kümmern. Silage haben wir jetzt bei den Kühen. Ich würde nicht sagen mehr wie genug, aber wir haben einiges. Das sind noch knapp 30 Tonnen. Ich habe die Kühe nochmal nachgefüllt. Dann haben wir noch knapp 30 Tonnen. Das einzige Problem, was jetzt wahrscheinlich sein wird, dass uns das hier, was da drin ist, jetzt nicht reicht, um die BGA so weit zu füllen, dass wir die abdecken können. Aber okay. Soll uns nicht stören, sag ich jetzt mal. Und du blasst nicht immer die Hälfte irgendwo ins Leere. Das finde ich uncool. Ja, komm, du triffst meinen Hänger. Juhu! Und wenn ihr mal irgendwas Spezielles sehen wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Nicht von Mod-Vorstellungen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, hey, zeigt mir mal, wie man das macht. Mähdreschen. Raps anpflanzen. Was weiß ich. Also ich bin da komplett offen für alles, weil Geld haben wir jetzt eigentlich genug. Der nächste Schritt wird jetzt noch sein, den Kredit zurückzuzahlen. Das möchte ich auf jeden Fall noch schaffen.
und dann irgendwann mal ein bisschen aufräumen. Und wir haben ja noch einige andere Sachen, platzierbare Sachen, mit denen man richtig, richtig gut Geld verdienen kann im Endeffekt. Wo man auch seine täglichen Kosten, würde ich jetzt mal sagen, gut reinholen kann. Moment mal, ich zeig's euch mal. Die ganzen platzierbaren Sachen. Placeables. Hier. Okay, da jetzt eigentlich weniger. Da brauchen wir halt Wasser und ein bisschen was von der Kuhweide. Aber damit kann man wirklich Geld verdienen. Hier 190 pro Stunde und die kosten uns nur 25 am Tag. Oder allerdings, da gibt es 2000 pro Stunde. Das Ding kostet allerdings 1,2 Millionen. Deswegen möchte ich mir jetzt hier mal zwei Stück davon kaufen. Was machst du hier eigentlich? Hörst du bitte auf? Danke. Ist nur die Frage, wo stellen wir die hin? Hier auf unseren Hof irgendwo? Kann ich die... Naja, ich denke mal, sie sollten schon irgendwo... Hier ist doch Platz. Hier ist Platz. Die können wir dann auch noch mehr hinstellen. Wie viel Geld habe ich denn jetzt noch? 250? Für einen reicht's nicht mehr. Nein. Okay. Im Prinzip egal, aber wir haben jetzt hier zwei Stück und wir haben jetzt knapp 400 Euro Einkommen pro Stunde. Einfach mal so fürs Nichtstun und das sind Sachen, die brauchen wir. Irgendwann werde ich natürlich noch das ein oder andere Windrad schaffen aufzustellen und dann haben wir absolut keine Geldsorgen mehr. Allerdings wird es noch ein bisschen dauern. Und ihr seht schon, der Helfer kostet nichts mehr. Warum eigentlich? Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Aber der Helfer kostet jetzt einfach nichts mehr. Oder ist das... Naja, ich muss einfach mit höherer Zeitbeschleunigung auch spielen. Das ist, ja, wahrscheinlich essentiell. Und wir brauchen größere Traktoren. Ja, ich werde dann mal anfangen, die kleinen ein bisschen auszutauschen. Dann kann ich euch die anderen alle zeigen. Allerdings die mit diesem Kettenantrieb auf der Hinterachse finde ich relativ uninteressant. Deswegen werde ich mich um die jetzt nicht so kümmern. Wir könnten noch Rübenernte. Das wäre noch eine Sache. Allerdings ist da, glaube ich, nicht viel Geld damit zu verdienen. Ja, blinkt doch, oder? Mann. Ey, hier sind gerade mal 15 Tonnen drin. Ich komme nicht mehr in den Berg hoch. Cool. So. Und ja, was könnte ich denn noch erzählen? Ich habe wieder ein neues Projekt in der Hinterhand. Und nein, es wird nicht nur eine Folge geben wie von World of Warcraft. Dieses Spiel, welches mich total annervt. Ich weiß gar nicht. Ich war früher so ein großer World of Warcraft-Spieler. Was heißt so groß? Ich habe halt viel gespielt. Vor meiner Let's Play-Zeit habe ich eigentlich meine ganze Zeit, die ich jetzt in Let's Plays stecke. Also diese 2 Stunden am Tag. Nein, es ist schon ein bisschen mehr. In World of Warcraft gesteckt und habe geradet und wirklich hatte viel Spaß dabei. Und mittlerweile ist es halt leider einfach so, dass dieses Spiel keinen wirklichen Spaß mehr macht. Ich weiß nicht, ich will sagen, es hat keinen Sinn mehr, aber mir speziell macht es keinen Spaß. Und ich habe auch nicht mehr die Lust, großartig zu leveln. Wir haben zwar gesagt, also Tro und ich, komm, wir spielen auf... Kann ich es jetzt schon abdecken? Komm, wir spielen auf Era 52... Machen da ein Let's Level von 1 bis 100. Allerdings, ich war nie der große Freund vom Leveln. Deswegen müssen wir uns da noch besprechen. Es wäre so eins der Projekte. Ein anderes Projekt, was, wenn es irgendwann rauskommt, ist Grave oder Graph oder also G-R-A-V. Ist auch so eine Art Sandbox-Game im Stil von Starforge. Wenn es der ein oder andere von euch kennt, der auch hier guckt. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Nein, ich kann es immer noch nicht abdecken. Komm schon, da ist so viel drin. Ah. Okay. Dann brauchen wir jetzt einen Traktor hier oben. Nein, den brauche ich nicht. Suchen wir es mit dem. Ja, mit dem soll es gehen. Ich komme schon wieder von einem Thema ins andere. Ja, Grave. So ein Spiel im Starforge-Stil. Ich habe voll den Faden verloren jetzt. Egal. Yay! Oh, da gibt's die Action. Schlechthin. Ich glaube, ich soll das Feld erst grubbern, oder? Kann das sein? Boah, könnte länger dauern.
Und dann soll ich es auch mal düngen. Also wenn das... Ich weiß nicht, früher gab es mal eine 3-Punkt-Sämaschine, da kannst du dir das Gruppen sparen können im Voraus. Du kannst einfach reinsehen in das Feld. Das war immer meine Lieblingssämaschine. Hallo? Das ist eine sinnlose Sämaschine. Du willst mir jetzt nicht sagen, ich komme damit nicht... Die ist echt zu schwer. Einfach mal absenken. Echt jetzt? Komm schon, das ist einer der größeren Traktoren. Damit wird man wohl hier rauskommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es geht. Wenn ihr hier direkt reinseht, ist es cool. Wenn nicht... Brauchen wir erst einen Gruber. Na komm schon, Helfer. Weg mit dir. Ja, klar. Komm schon, an den anderen kannst du auch überall fahren. Und mit dem geht's nicht. Ist ja zu leicht. So leicht ist er doch gar nicht. Naja. Ich brauche den Gruber. Okay, ich habe schon wieder irgendwie den Faden zum Thema verloren, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist ein kleines Problem jetzt. Da geht's einigermaßen, guck. Man kann auch nicht fast nicht mehr lenken. Und wenn ich hier jetzt hochfahre, hebt er wahrscheinlich ab. Ja, war klar. Und ich fahre erstmal in den Zaun. Wäre cool, wenn die kaputt gehen würden. Ach ja, hier, genau, Grave. Es wird unser neues Projekt, da freuen wir uns schon sehr drauf. Allerdings ist es noch nur angekündigt für die Holiday Season. Das bedeutet eigentlich die Weihnachtsferien. Wir wissen aber noch nicht wann und wo. Und ich hatte auch noch ein anderes Projekt in Aussicht, aber bei dem habe ich das Gefühl, das wird irgendwie nichts. Deswegen kündige ich es auch gar nicht großartig an. Ich einfach H drücken. So, nachdem das jetzt hier alles ein bisschen dauert... Warum steht der eigentlich hier? Na, egal. Nachdem das alles noch ein bisschen dauern wird, werde ich den jetzt hier noch hochfahren und noch ein bisschen aufräumen. Damit hier nichts im Weg steht. Und, ja. Was könnten wir eigentlich noch machen? Brauchen wir noch Gras, oder? Ich bräuchte mal schwerere Frontgewichte auf jeden Fall. Was ich allerdings noch ein bisschen reeller finden würde, ich meine, wir fahren ja wirklich viel rum hier. Von links nach rechts, von oben nach unten. Wäre cool, wenn der Spritverbrauch noch ein bisschen höher wäre. Also wir haben jetzt hier von diesem 700 Liter Tank gerade mal nichts verbraucht. Und wir fahren hier wirklich mit großen Anhängern durch die Gegend, also... Na gut, der war noch nie voll. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte, genau. Ich glaube, düngen kann man ein Feld auch schon im Voraus. Also bevor man es gesät hat. Deswegen, ich habe noch 117.000. Hätte ich mir da schon eine große Düngerspritze kaufen? Gibt es die überhaupt noch? Gerade mal reingucken. Fertilizer Spreaders. Ah, okay. Der wäre schon mal nicht schlecht. Sprayers. Was hat der eigentlich? 24 Meter. Wow. Da gibt es aber nur einen Zusatztank dazu. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist der zum hinten dran bauen. Was hat der? Auch 26 Meter. Da geht nur weniger rein. Was könnten wir noch machen? Ich könnte auch einen Gülletank kaufen. Slurry Tanks? Ist das einer? Ja, genau. Ich könnte auch den hier kaufen und das Ding hinten dran, aber da haben wir auch nur eine Arbeitsbreite von 3 Metern. Das ist mir zu wenig. Was ist das eigentlich? Using a Dolly. Dann wäre ein Feldcontainer. Aha. Aha. Ach, das ist alles verwendet hier. Was haben wir da?
Was haben wir da von der Arbeitsbreite? 11 Meter und da haben wir 15 Meter. Ich glaube, es wäre gar nicht so doof. Dann wäre auch 15 Meter. Wenn wir uns hier einkaufen würden. Ich meine, einen Dolly haben wir ja. Der hat gar keine Arbeitsbreite. Was ist dann das hier? SKE, PU. Kultivelle. Ach, da kannst du. Okay. Mit den beiden könnten wir grubbern und gleichzeitig düngen. Das ist auch eine tolle Sache. Aber ich glaube mal, wir kaufen den Fliegel hier. Wir haben den Dolly, wir haben alles. Oder den? Da gehen 30.000 Liter rein. Da 25. Allerdings ist es nur eine Art Liefercontainer. Und den, aber den können wir immer noch brauchen, kaufen wir. Ich kaufe jetzt mal den hier. So. Weil sonst passiert hier irgendwann gar nichts mehr. Und ich fahre einmal kurz nach oben. Wenn ich wüsste, wo oben ist. Stell den mal hier neben das Feld noch ab. Und hol oben unseren Dolly an. Pox, du hast den Sprachfehler. Ja, hab ich. Tut mir leid. Stell den an unserem Feld ab und hol an unserem Hof den na, was hol ich denn? Den Dolly. Und hol dann den Gülletank und füll den auf. Und da klingelt mein Handy. Ja, nach einem kleinen Cut sehen wir uns wieder. So, und wieder zurück. Dann werde ich jetzt noch die letzten Kleinigkeiten, die letzten Arbeiten machen. Den wollte ich ja eigentlich nur hier abstellen. Ich weiß gar nicht mehr. Das Telefongespräch hat doch ein bisschen länger gedauert. Ich sehe jetzt wahrscheinlich an der Zeit. Hier. Und der hier steht natürlich schon im Weg. Das war mir jetzt klar. Muss ich jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen, weil sonst macht er einfach nicht weiter. Ich glaube, er will ja noch gar kein Geld von mir. Juhu. Hilfe. Jetzt aber. Kann der hier weiterfahren? Ich denke mal, der Mähdrescher sollte jetzt erstmal nicht stören. So. Große Aufräumaktion. Ah, hier hoch. Und dann fahre ich einfach mal hier hoch. Ich brauche nur den Dolly. Die Dolly? Den Dolly? Ist das jemand? Und dann mal Licht an. Ah! Sieht man auch was? Ja! Seht ihr? Und kaum hat man nichts mit dranhängen, kann man endlich mal wieder zügig die Straße entlang rutschen. Ich weiß gar nicht, die Fahrphysik ist. Ja, klar, schon relativ reell, aber. Ein bisschen schlechter geworden im Gegensatz zum Vorteil. Vorteiler, im Gegensatz zum Vorgänger. Ja, klar, ich habe gerade ein bisschen. Wer weiß, was ein Vorteil ist, weiß, was ich gerade getan habe. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie groß das Ding hier ist. Ach, eigentlich gar nicht. Und da liegt unser Gewicht noch rum. Und ich bin vor allem gespannt, ob man damit wirklich direkt düngen kann. Hallo? Kannst du bitte? Nein? Ich hasse es, mit diesem Dolly rückwärts zu fahren. Das funktioniert irgendwie immer gar nicht. Seht ihr? Dann schiebt man hier wieder weg und. Ach, komm schon! Immer schön langsam und gerade. So, jetzt aber. Ja. Komm schon. Juhu. Was ich ein bisschen komisch finde. Du kannst zwar hier den Dolly überall dranhängen. Es funktioniert auch viel besser wie beim letzten Mal. Da war der Original-Dolly immer irgendwie ein bisschen zu groß. Das ist immer das Gefühl gehabt, das Ding hängt schief.
Aber die Räder hinten sind immer so riesig und die vorne von dem Dolly sind so klein. Da hätten sie doch überall die gleichen Räder wie dem Dolly drauf machen können. Hätte ich jetzt nicht besonders schlimm gefunden, weil die an dem LKW sind auch nicht besonders größer. Im Gegenteil, die sind dann noch kleiner wie die vom Dolly. Deswegen, finde ich ein bisschen komisch. Den LKW werden wir uns übrigens auch noch irgendwann zulegen, weil wir haben genug Sattelauflieger. Allerdings ist es nicht so wirklich sinnvoll, glaub, mit dem aufs Feld zu fahren, weil es ist halt ein LKW und hat keine Traktoren, super, mega Überstollenreifen. Naja, im Prinzip ist es eigentlich egal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier alles rausspritzt. Ich hasse es ja immer, ne? Wenn man an einer Autobahn entlang fährt. Und dann bekommst du diesen Geruch in die Nase. Ich weiß, es geht nicht anders, aber wir haben gerade so viel, dass wir den Eimer voll bekommen. Das ist eine coole Sache. Und warum dreht sich der Reifen hier? Oh, der hat eine Längerachse. Cool. Ja. Und das dauert auch immer lange. Kommt da gerade was dazu? Das Gute ist, die Kühe erzeugen die Gülle immer. Auch. Warum 1%? Hat das Ding jetzt eine Maximaldings und läuft das irgendwann über? Weil früher hat es ja einfach. Guck mal, wir kriegen den gar nicht ganz voll, oder? Ja, könnte vielleicht ganz knapp werden. Er ist voll. Und wir haben noch 1300 Liter da drin. Cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir konnten ja gerade noch mit Vollgas fahren. Jetzt sind wir 25 Tonnen schwerer, so um den Dreh rum. Jetzt kommen wir nicht mal mehr um die Kurve. Ich glaube, ich sollte mehr bremsen. Krass, das mit den Reifen gefällt mir gar nicht. Und jetzt bin ich ja gespannt, wie schnell dieses Ding hier schmutzig wird. Normalerweise müsste es ja innerhalb von, ich sag mal jetzt Sekunden gehen, weil, naja, da hinten kommt einfach was raus. Ich kann ja auch nur ein- und ausschalten. Ja, soll uns nicht stören. Aber seht ihr? Das Ding ist ganz schön schwer jetzt. Und wenn er leer ist, wird er dann wieder leichter. Das wäre interessant zu wissen. Das Problem ist, ich kann halt jetzt einfach nicht alles machen. Also, ja, alles ansehen jetzt im ersten Moment, aber okay. Ja, nicht alles düngen. Oh Gott, ich bin so verwirrt und ich wollte die Folge eigentlich nicht schon wieder so überlang machen. Aber okay, ich möchte jetzt noch zumindest hier die ersten 2 Meter ein bisschen was geschafft haben. Weil der schafft ja auch gut was. Früher war ich der Meinung, hat es ein bisschen länger gedauert. So, und jetzt kommt die Arbeit, die ich als Bauer in Wirklichkeit nie machen könnte, weil es stinkt einfach nur abartig. Ich denke mal, das kennt jeder von euch. B. Ach, der bewegt sich, okay. Da kommt ganz schön viel, ganz schön schnell was raus. Wow, die Arbeitsbreite. Ja, würde man sagen, ist ganz in Ordnung. Allerdings ist die Frage, ob das für das ganze Feld hier reicht. Ja, müsste, oder? Wir brauchen nicht 20% pro Bahn. Nein, wir brauchen eigentlich viel mehr pro Bahn. Ich hoffe mal nur, dass das, was jetzt gleich angesät wird, oder wenn ich jetzt dann gleich mit der Sämaschine drüber fahre, dass die nicht wieder alles kaputt macht hier. Und das wäre dann so der Hit des Tages, würde ich mal sagen. So, eine Bahn machen wir noch. Und dann würde ich sagen, beende ich die Folge. In diesem Sinne, ich mache das jetzt einfach, wenn ich entlang fahre. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut, ich bin euer Pox. Schaut wieder rein, wenn's heißt Landwirtschaftssimulator 2015. Bis morgen, tschüss.